Willkommen zum Champion-Kampf von Pokémon Rot. Ich habe übrigens meine Pokémon wieder geheilt, beziehungsweise mein eines Pokémon. Im letzten Part haben wir die gesamte Top 4 durchnugelt. Doch leider haben wir von Siegfried erfahren, dass unser Rivale uns zuvor kam. Übrigens dummer Raum. Und so möchte ich ihn gerne nicht herausfordern, ich möchte ihn schon so herausfordern, dass der Raum verdeckt bleibt. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, LP. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. LP, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Der letzte Kampf mit cooler Musik. Lukas möchte kämpfen, ein voller Pokémon-Kampf. Wer wird in diesem Showdown als Sieger hervorgehen und wer wird ablosen? So leuchtet das Ding. Naja, jedenfalls haben wir sein erstes Pokémon schon fallen lassen. Simsalam. Übrigens, er gehört zu den besten Champs, wie ich finde, weil er halt ein ausgewogenes Team hat, könnte man sagen. Viele verschiedene Typen. Ja, im Gegensatz zu manchen anderen, wie zum Beispiel die aus Höhen, finde ich ganz schön erbärmlich. Ja, die Siegerstraße ist nicht gut, dafür ist der Champ besser. Ja. Oder doch, die Siegerstraße ist schon gut, aber der Champ ist noch besser. Also ich finde die Siegerstraße schon gut, aber wenn ich mal jetzt gedenke, ich denke mal, er ist mit Cynthia auf gleicher Stufe, denke ich mal, von den Typen her. Und Level 80, eine schöne runde Zahl. Und Rizeros, ja, da haben wir weniger Probleme. Ich weiß sogar, was die letzten Pokémon sind, glaube ich. Und sehr coole Musik und ja, die Remixes fand ich sogar noch besser. Ja. Also die verschiedenen Remixes, es gab ja Remixe in Pokémon Schwarz und Weiß, für diejenigen, die sie wissen, und auch in Feuerrot und Blattgrün natürlich. Staccato ging daneben. Ein Kokowai ist eine harte Nuss und das passt sogar. Eine harte Kokosnuss, ja. Ja. Oh, schon wieder. Ja, mal gucken. Ja, Top-Genesung. Halt alle Statusveränderungen eines Pokémons. Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Was du kannst, kann ich auch. Ja, aber natürlich mal wieder so klar. Oh Mensch. Bemühe dich doch mal. Ist übrigens ganz schön dunkel, es ist auch Abend. Ja, Kokowai zehrt schon ein bisschen an meine Nerven. Hierbei wäre es gut, hätten wir Lavados gefangen, aber das habe ich eingesehen. Also in einem der letzten Parts, dass es unmöglich für mich war. Wie oft kann man Hypnose eigentlich nochmal einsetzen? Weiß ich nicht. Und da arbeitet sie auch nur langsam voran. Naja. Hoffe, dass wieder ein Volltreffer kommt.
Ja. Und Mist. Das war mir so klar. Was passiert? Ich frage mich, was passiert, wenn man den Meisterball wirft und uns dann daneben geht. Und das war mir mal wieder klar. Behaltet man dann den Meisterball oder verliert man den dann wirklich? Ich weiß nicht. Ich frage nur wegen so einem dummen Zufall dann. Ach, jetzt kommt, Leute. Spindisiert nicht irgendwie rum. Ich will's hart auf die Nuss. Das hat auch wieder gepasst. Hart auf die Kokosnuss, ja. So, das war's mit dem nervigsten Pokémon anscheinend. Ach, er hat Gyarados und nicht Arcanine. Ich glaube, das hängt auch vom Starter ab. Ja, und warum ich lang Hieb einsetze, weil es ja die schwächere Attacke ist. Und als letztes kommt natürlich Glurak. So. Es war gar nicht mal so schlecht, dass wir den zuvor noch ein bisschen gekitzelt haben. So, Glurak, letztes Pokémon, los geht's. Es ist auf Level 65, wir sind 15 Level über. Werden wir es schaffen? Ich weiß es nicht. Gut. Wenn der nächste Schlag reingeht, haben wir es geschafft. Boah, das war so sauknapp. Ja. Verdammt. Oh. So ein Mist. Aber wir haben ja noch Top-Beleber. Das ist mir jetzt wert, einen zu verbrauchen. Und ja, der hält uns eigentlich gut auf. Also 10 Minuten für diesen Finalkampf sind eigentlich recht gut. Dann haben wir noch Zeit für die Credits und so weiter und so fort. Ich habe ja eh kein Videolimit mehr. Aber für den Mewtwo-Kampf werde ich mir jetzt erstmal noch mehr Zeit nehmen. Im letzten Part, also es werden 44 Parts werden. Das ist jetzt klar wie Kloßbrühe. Ja. Wir haben es geschafft. Ding, Lukas wurde besiegt, ich hätte ihn lieber Gary nennen sollen, ich weiß. LP besiegt Lukas. Nein! Das kann nicht wahr sein! Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorüber. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt. Du bist der neue der Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Ich bin nämlich ziemlich stur und gehe nicht in die Schule. LP. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Boah, hat er sich auch so durchgefallen durch die Top-Führer, hat er Rabatt bekommen. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit dieser Samen auf dem Weg gemacht hast. Wisst ihr, was total cool wäre, wenn danach noch ein Kampf gegen Professor Eich kämpft hätte und der hätte dann die Ultra-Pokémon. Ja, total Plot-Twist irgendwie. Man glaubt, man hat es geschafft und dann wird's versaut. Naja. Ist halt so meine Idee, aber für einen Hack wäre das gut. LP, du bist schon viel erfahrener. Lukas, du hast mich sehr enttäuscht. Ja, muss ich mir jetzt auch... Zum einen Teil freue ich mich, zum anderen Teil freue ich mich nicht. Als ich hörte, dass ich die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Lukas, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Was natürlich nicht gleichgestellt wird mit hartem Training. So wirst du niemals Sieger werden. LP, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. LP, folge mir. So, und jetzt geht's in die heilige Halle. Ja, herzlichen Glückwunsch, LP. Das hier ist die Pokémon Rooms Halle. Alle Champions der Pokémon Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. LP, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon Liga bestanden. Das wird übrigens abgekürzt PKMN Liga. LP, du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon-Team in der Ruhmeshalle verewigt. Und ich danke nur ihm hier.
Ja, Leaf Blades, Level 80, Typ ab 1, Pflanze, Typ 2, Gift, Ruhmeshalle. Und euch allen anderen danke ich nicht, ihr habt mir nicht geholfen, ihr wart mit VM-Sklaven. Du warst der VM-Sklave für, Steine schieben. Du, wieso hab ich dich überhaupt mitgenommen? Naja, egal. Du warst der für Schwimmen. Ja. Du der fürs Fliegen. Und warum ich dich mitgenommen habe, frage ich mich auch momentan. All diese Fragen und wenig Antworten. Ja, Spielzeit 253, das sieht sogar gut aus. Das sieht schon ganz gut aus. Hole dir bei meinem Gehilfen TVM-Blitz ab, ja. Sehr schön, und wir haben auch ziemlich viel Geld. So, jetzt kommen die Credits. Und zwar Pokémon Rot Edition. Ja, Leitung Satoshi Tajiri. Danke, Mann. Ein fettes Lob. So ein tolles Spiel und die beste Spielidee überhaupt zu kreieren. Oder das Rollenspiel-Genre zu revolutionieren, was auch Final Fantasy zuvor geglückt ist. Also, ich gebe jetzt meinen Senf zum Spiel ab und wie ich das Let's Play fand. Das Let's Play war sehr gut, es war mein erstes Let's Play. Ich bin sehr stolz, das jetzt beendet zu haben, aber es kommt ja noch ein Part, wo ich Mewtwo fangen werde. In dem neu freischaltbaren Areal, das wir jetzt freigeschaltet haben durch Beenden des Spiels. Ja, die Credits sind eigentlich nicht so gut gestaltet, in schwarz-weiß gehalten. Ja, egal. Auf jeden Fall möchte ich mich schon mal bedanken, dass ihr zugesehen habt. Ich weiß, der erste Part hatte ziemlich viel und danach hatte eigentlich kein Part mehr irgendwelche Views. Ja, aber mit diesem Let's Play habe ich einen Anfang gelegt von einer neuen Let's Player Karriere. Oh, Produzent Shigeru Miyamoto, schön. Ja, also wie finde ich das Spiel denn? Ich finde das Spiel sehr gut. Ja, es ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung wert. Also ich gebe da 8 oder 9 Kaufpunkte. Allerdings, Leute, ist es halt so, es war halt ziemlich unausgereift. Man hatte halt nicht den unendlichen Platz aus der Tasche, die man kannte. Ein paar Spiele später halt. Ich weiß gar nicht, ob es ein Gold, Silber, das gab. Ja. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr das doppelte Spiel haben wollt, kauft euch lieber Pokémon Gold, Silber, Kristall oder Hardgold oder Soul Silver. Die Remakes gehen auch. Und oder wenn ihr einfach nur das Spiel in besserer Qualität haben wollt, Feuerrot und Blattgrün. Achtet nicht auf die negativen Erfahrungsberichte anderer Fans einfach. Ich habe gedacht, es kommt jetzt speichern. Oder hat es automatisch abgespeichert. Übrigens, unsere Pokémon werden nicht geheilt. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, das war mein erstes Let's Play. Es kommt noch ein Part, ein Spezialpart, wo ich Mewtwo fange. Und ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen, für diejenigen, die es interessiert. Bis dahin allerdings, Leute, wünsche ich euch was. Und ja, danke fürs Zusehen. Ihr seid super. Also, bis zum nächsten Projekt und ciao.